Hallo, hier ist Markus Happ. Ja, heute habe ich eine ganz spannende Ankündigung zu machen über die Expansion unserer Medienarbeit. Und zwar wollen wir ins Fernsehen gehen und einen ersten großen Schritt machen ins Regionalfernsehen, um Millionen Menschen in ihren Haushalten zu erreichen. Dieses Wochenende fahren wir in die Schweiz zum Dienst Reinigender Strom. Wir werden also eine Woche unterwegs sein in Schweiz und Österreich zum Dienst. Und ich wollte unbedingt dieses Video noch vorher machen. Seit etwa einem halben Jahr oder noch nicht einmal vier Monate sind wir auf Livestream zu sehen. Unsere Mittwochabend-Gottesdienste, unsere Sonntagsgottesdienste werden mit drei Kameras aufgenommen, plus eine vierte Kamera, die nur für YouTube die Predigten aufnimmt. Und wir planen mittlerweile hinter den Kulissen schon die Verpackung von Fernsehsendungen mit einem sehr, sehr guten Vorfilm, einer Einleitung und dann eben auch einem Abspann, sogenannten Abspann. Mit meinem ehemaligen, also auch Fernsehteam, mit dem wir 10 Jahre Fernseharbeit auch mit Baylis Conley gemacht haben, bis zum Jahr 2010. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, dass wir die Zelte unseres Dienstes weit spannen, ohne zu sparen. Und ich habe jetzt gerade ein Angebot bekommen von Living Gospel TV über die Kosten von Sendungen in Berlin TV, in Rhein-Main TV und auch in Hamburg TV. Und wir wollen erst einmal mit Berlin TV sonntags beginnen mit Sendungen und Rhein-Main TV entweder freitags oder samstags. Und hierfür brauchen wir eine Anschubfinanzierung, weil wir als Gemeinde ja monatliche Kosten haben, wo wir auch sehr dankbar sind für jeden Partner, den wir haben. Aber für die Fernseharbeit brauchen wir im Monat zwischen 2.500 und 3.000 Euro zusätzlich. Und im Gebet ist mir auf dem Herzen, dass wir unsere Freunde und Partner jetzt hier über YouTube bitten, dass wir ein Budget haben von 10.000 Euro, was die ersten 4 Monate Fernsehsendung auf Berlin TV und Rhein-Main TV abdeckt. Und hiermit werden wir dann die 80% der Haushalte in Berlin erreichen. Mittlerweile haben wir fast 4 Millionen Einwohner in Berlin und dann eben in Rhein-Main TV 6 bis 7 Millionen Haushalte. Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, dass die Ungerechtigkeit, die Erschütterungen, die Kriege, die Kriegsgerüchte und auch die Gesetzlosigkeit zunimmt. Und die Liebe wird in vielen, vielen Menschen erkalten. Und wir sehen das auch in einem Abfall von Gott. Wir sehen es in Deutschland, Schweiz, Österreich. Wir brauchen hier eine Neuerweckung der Liebe zum Wort Gottes, zur Bibel und dass das Evangelium Jesu Christi das alleine retten kann, weil der Sohn Gottes Jesus am Kreuz gestorben ist zur Vergebung unserer Sünde. Er hat den Preis für unser Gericht und für ewiges Leben bezahlt. Dafür brauchen wir Verbreitung des Evangeliums auch über Fernsehen. Und Jesus sagt, dieses Evangelium des Reiches der Himmel wird auf der ganzen Erde allen Völkern und Nationen zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das Ende naht. Wir sehen die Zeichen der Zeit überdeutlich. Erst der Ukraine-Krieg, davor eine Corona-Pandemie und Krise, wie wir sie noch nicht erlebt haben, und jetzt den Israel-Krieg gegen die Hamas, was wirklich ein Pulverfass ist, wo Israel Krieg führt gegen eine Hamas, die immer noch 500.000 Zivilisten in Gaza City hat. Ich habe ja in Videos darüber berichtet. Aber ich will in den Fernsehsendungen ganz klar Gottesdienste ausstrahlen, die Jesus groß machen. Und in jeder Predigt sage ich, dass Jesus die Tür in den Himmel ist, dass das Kreuz der Ort ist, wo Sünde, Tod und Teufel besiegt wurde, wo wir als Geschenk Vergebung unserer Sünden, Heilung unseres Selbstbildes und Herzens und ewiges Leben erleben und empfangen. Wenn du uns helfen willst, diese Fernseharbeit ab Januar auf Berlin TV, Rhein-Main TV zu bringen, dann kannst du uns hier mit Spende unterstützen.
Neues Leben Evangelische Freikirche e.V. DE 85 1705 2000 0940 0440 72. Verwendungszweck TV und Mediendienst. Oder schreibe einfach für die Fernseharbeit. Wir sind für jede Spende dankbar. Vielleicht hast du es auf dem Herzen, 1000 Euro zu geben oder auch einige 100 Euro. Wir haben es auch erlebt, dass ein Spender 10.000 Euro gegeben hat. Also hilf uns mit, ins Fernsehen zu kommen. Es ist viel zusätzliche Arbeit, wofür wir aber ein sehr gutes Medienteam haben. Und wir wollen die Dinge eben jetzt schon im November vorbereiten, weil wir brauchen auch 4 Sendungen Vorlauf, bevor wir im Januar dann ins Fernsehen gehen. Also ich danke dir im Vornherein für deine Spende. Es gibt natürlich Jahresspendenbescheinigung für jede Spende. Und wie gesagt, wir sind dankbar, wenn du Partner wirst. Ich werde weiter über diese geplante Fernseharbeit berichten. Aber hilf uns doch jetzt schon, noch im Oktober, Anfang November, diese 10.000 Euro Budget zusammenzubekommen, weil dann kann ich sofort die Verträge für Berlin TV und Rhein-Main TV unterschreiben. Vielen Dank für deine Gebete und Partnerschaft. Gottes reichen Segen.